möchte einmal eine Karte mal hinstellen, die mir die Schwester Angelika in die Hand gedrückt hat. Ein großer, breiter Buddha drauf. Sie ist ruhig, kräftig da, fand ich rührend von der Schwester. Und da drauf steht, meditieren ist immer noch besser als einfach nur rumsitzen oder gar nichts zu tun. Bitte. Könnten wir uns irgendwo dahin tun? Das ist sehr schön. Dann möchte ich einmal sagen, was Sie will ja immer wissen wollen. Dritte edle Wahrheit heißt ja Nirvana oder Nirvan wird es oft gesagt. Es wurde auch mal von dem Dr. Karwat übersetzt, nicht mehr wehen, Nirvan wehen. Nicht mehr hin und her wehen, immer mal dies, mal das und auf der Lebenswippe mal oben, mal unten zu sein. Und hier steht jetzt, was der Buddha gesagt hat, im Anguttara 3, 32. Das Nirvana. Das aber ist das Höchste, das ist das Erhabenste, die Aufhebung aller Bildungen, Sankhara, die Loslösung von allen Daseinssubstraten, die Versiegung des Begehrens, die Gierabwendung, die Aufhebung, das Nirvan. Denn entflammt von Gier, Loba, ihr Jünger, erbost durch Hass, Dosa, betört durch Verblendung, Moha, überwältigt gefesselten Geistes, sinnt man auf eigenen Schaden. Sinnt man auf fremden Schaden, sinnt man auf beiderseitigen Schaden. Empfindet man geistige Leiden und Trübsal. Ist aber die Gier, der Hass und die Verblendung geschwunden, so sinnt man weder auf eigenen Schaden, noch auf fremden Schaden, noch auf beiderseitigen Schaden. Empfindet man keine geistigen Leiden und keine Trübsal. So ist denn, ihr Jünger, das Nirvan bereits in diesem Leben erkennbar, an keine Zeit gebunden, einladend, anziehend, jedem Verständigen verständlich, denn die Aufhebung der Gier, des Hasses und der Verblendung, das eben nennt man das Nirvan. Und eine dieser Übungen, dass wir von Gier, Hass und Verblendung loskommen, ist im Vedana Nupassana. Und das ist das, was wir eben als Bodyscan geübt haben. Vedana heißt Gefühl, Vipassana heißt genau hinschauen. Und Vedana Nupassana heißt Gefühl, Betrachtung oder Betrachtung der Gefühle. Und wenn wir das hören, Betrachtung der Gefühle, würde uns sicher als erstes einfallen unsere sämtlichen Emotionen, die wir ja als Gefühle immer ansehen. Aber da liegen wir falsch, wenn wir die buddhistische Weise annehmen wollen. Dies Vedana sind eigentlich das, was ich mal Grundgefühle nenne. Und das sind nur die allerersten Empfindungen, die wir überhaupt bei einem Reiz wahrnehmen, nämlich angenehm ist es ist unangenehm oder es ist mehr oder weniger indifferent. Und das nennt der Buddha Gefühle. Müssen wir ganz klar sehen und nicht die Emotionen. Die Emotionen, sagt er, sind vom Citta, vom Geist her eingeleitet und aufgetürmt worden. Auf den Gefühlen basierend, auf angenehm, unangenehm, aber dann erst mit dem Denken drüber, mit dem Wollen und Nichtwollen, da werden sie überhaupt erst zu Emotionen. Sie sind nicht zuerst da. Das glauben wir immer. Der Ärger wird zuerst da oder die Liebe oder die Freude oder die Angst. Nein, zuerst nur diese grundlegenden Empfindungen, angenehm, unangenehm, neutral. Sie werden auch oftmals als fünf Empfindungen
dargestellt und dann sind es die geistigen, freudig, trübsinnige oder trübselige, betrübende Empfindungen. Also körperliche, angenehm, unangenehm, neutral, unangenehm und geistig freudige, leidige, heißt es manchmal, und indifferente. Und die sind die Auslöser für alle anderen. Und dann wird noch unterschieden, da heißt es mit Hinsicht auf die sechs Sinne, durch Sehsinn, durch Hörsinn, durch Riechsinn, durch Schmecksinn, durch Körpersinn und Geisteseindruck bedingte Gefühle, das sind diese drei oder fünf Vedanas. Sie werden immer bedingt durch unsere Sinne. Kommt ein Sinnesreiz, kaum fassen wir was an, haben wir diesen, was Sie Körpereindruck oder Körpersinn nennen. Es ist kühl, das ist im Augenblick angenehm. Angenehm. Und dann kommt erst, ich fasse es an, es ist angenehm. Und dann kommt erst die Wahrnehmung, ja, das ist ja kühl und ist rund. Und dann kommt der Geist dazu, ja, das ist auch eine schöne Schale. Und dann kommt erst so die weitere geistige Verarbeitung dazu, ach, die ist besonders schön gehämmert, so eine möchte ich auch mal wieder haben. Sie hat auch einen besonders schönen Klang, meine zu Hause ist viel kleiner und trägt nicht so lange den Klang, Schwingungen sind so schön, ja, was kann die wohl kosten, steht das auf Nein? Also so eine würde ich mir auch mal anschaffen. Schon ist das Anhaften da. Kommt nur davon, erster Sinn, Kontakt, Reiz und dann steigert sich das alles bis eben zum Anhaften, bis zur Gier, wie wir es ja nennen. Und so geht das mit allen Sinnen. Und dieser Bodyscan ist eben jetzt mal dazu etwas, dass wir anders damit umgehen. Und dieses zu einem Körperteil gehen, es heißt, dass der Körper ständig Empfindungen hat. Der hat immer Empfindungen. Der hat Empfindung, dass da Kleidung drauf ist, sonst wäre wir empfinden das als warm. Oder wenn die Luft an die Haut kommt, empfinden wir vielleicht als kühl oder erfrischend oder was auch immer. Der Körper hat ständig Empfindungen. Mal tut er weh, mal ist eine angenehme Stelle. Er hat ständig irgendwelche eben Empfindungen. Und hier in diesem Kontext, im buddhistischen, heißt es Gefühle. Und da kommen wir leicht in den Irrtum, dass wir jetzt, wenn wir beim Körper nachschauen sollen, nach Gefühlen, suchen wir, aha, an der Stelle, ja, meine Hand, so irgendwie, wenn wir dann so das Programm haben, da muss jetzt ein Gefühl kommen, dann sind wir ein bisschen schlecht dran. Da passiert nämlich nichts. Das ist ja nur, dass die Hand vielleicht sich kaum merkbar macht, vor allem obendrauf, ein bisschen, zieht so ein bisschen zusammen oder ein bisschen trocken oder was man da fühlen kann, ob es trocken ist. Ich glaube, trocken ist schon gedacht, trocken. Ja doch, trocken fühle ich eigentlich. Aber so, nicht? Also nur dieses direkte Körpergefühl. Direkt. Was haben wir gemacht, um das mal klar zu sagen? Wir sind also ganz deutlich mit der Achtsamkeit zu einer Stelle hingegangen. Das heißt, so richtig an die Stelle gegangen. Und damit haben wir die Hinwendung zum Körper gelernt oder geübt. Wenn wir so hingehen und dabei bleiben, ist es ein intensives sich mit dieser Stelle befassen. Und das ist eine Hinwendung. Und das Zweite ist, dass wir da uns konzentriert haben. Und da wir ja sonst auch leicht abschweifen, haben wir da die Konzentration gestärkt. Ganz klar haben wir gemerkt. Und erst durch die Empfindung, die wir da, die Zuwendung, die wir dem Körper gegeben haben, haben wir etwas von Metta geübt, sich einer Sache wirklich zuzuwenden, intensiv zuwenden.
achtsam zuwenden. Und bei jeder wirklichen Liebe, möchte ich mal sagen, auch körperliche Liebe, ist ein achtsames Zuwenden wirklich das, was die Liebe eigentlich ausmacht. Und das verstehen viele Menschen nicht. Sie glauben, innerer Drang oder was, das wäre es. Nein, es ist dieses achtsame Zuwenden. Und wir wissen ja, was es mit dem Körper macht. Wenn wir einen Säugling streicheln, der unruhig war und der unglücklich war, wird er ruhig. Wenn wir ihn zulächeln, lächelt er zurück. Spüren ganz deutlich, sofort etwas Körperliches wirkt in dem kleinen Menschen etwas Seelisches, was Liebevolles. Also auch diese körperliche Zuwendung zu unserem Körper ist Metta. Und wenn wir also dem Körper Zuwendung geben, wird er meistens der Körper etwas weicher, wo er straff war, und es macht etwas mit ihm, es Lasten fallen ab, es wird etwas zarter, weicher. Wir brauchen dann, um die Konzentration auf und aufrecht zu erhalten, auch Willenskraft, die wird gestärkt, dass wir von einer Stelle zur nächsten gehen, dass wir nicht abbrechen, dass wir dabei bleiben, also die Kontinuität. Dann ist es die Wahrnehmungsfähigkeit, wir müssen ja da bleiben und genau aufpassen, aufmerken, was da hochkommt. Und wir müssen Geduld haben, ist auch die Geduld wird oft bei manchen Leuten sehr gefordert. Dann, wenn etwas zukommt, spüren, wirklich mal fühlen und zulassen. Zulassen ohne unsere üblichen Kommentare, ohne unser Urteilen, das ist richtig oder falsch oder ist zu wenig oder zu viel, nichts von dem. Und dieses Nicht-Reagieren ist ganz, ganz wichtig dabei. Werden wir gleich sehen. Und dann müssen wir wieder loslassen von der Stelle, um weiterzugehen. Um uns auf das Neues wieder einlassen, wieder zuwenden, wieder warten, dass etwas geschieht, dass etwas wahrgenommen werden kann, wieder die Empfindung zulassen und nicht reagieren und wieder weitergehen. Und wichtig ist dabei, nichts Bestimmtes erreichen zu wollen. Wenn wir schon wieder dabei sind, ja, ich weiß ja, das ist ja Körperreinigung, was mache ich denn noch alles, um das wirklich, mir wirklich rein zu machen? Da sind wir schon wieder beim Wollen und nicht mehr beim Zulassen. Also das immer geht um das wirkliche Zulassen. Also durch das konzentrierte Hingehen, da ist ja unser Intellekt noch dabei, ganz deutlich. Die Konzentrationsfluss wird geschärft, wird gestärkt. Das Denken, wir müssen ja da denken, da und da gehe ich hin. Und durch das Hinspüren wird die Wahrnehmung der Empfindung gestärkt. Dass wir schneller etwas wahrnehmen am Körper. Schneller und vielleicht tiefer. Und dadurch wird auch das Gefühl auf anderen Gebieten deutlicher. Da wird uns eigentlich die Gefühlswelt offener, indem wir gut spüren können, wahrnehmen können. Wir glauben es nicht, dass das so viel ausmacht, aber es macht auch für unsere anderen Gefühle etwas aus. Und für den spirituellen Weg, den wir ja nun gehen, brauchen wir beides. Wir benötigen das Denken und das Fühlen. Und nicht nur eins. Und das soll möglichst ausgeglichen sein. Beide Seiten wollen wir üben, dass wir konzentriert sind, dass wir scharf und klar denken können und dass wir aber auch wirklich klar, möchte ich, wahrnehmen können, fühlen können. Durch vorgefasste Programme, wenn wir zum Beispiel da im Körper weitergehen, ja auch irgend schon ein Programm haben, ja, das habe ich gemacht, und dann muss ich ganz nach innen gehen, um wirklich zu reinigen, oder muss ich sonst was machen,
Das ist ein vorgefasstes Programm. Es ist einfach nur an die Stelle und nicht mehr. Wenn wir das Programm dann haben, dann sind wir nicht mehr offen, weil wir etwas erreichen wollen. Und das wieder, was ich schon sagte, dieses Erreichen wollen, Programm durchsetzen, lässt das Zulassen nicht zu, lässt diese Freiheit des Kommenlassens nicht zu. Das ist schon wieder festgelegt. Also es ist ganz schlichtes und simples, ich möchte fast sagen, simples Körperempfinden ist gefragt, nichts anderes. Kann so simpel sein, wie es sich zeigt. Es kann ein Jucken sein oder einfach nur, dass da irgendwas berührt oder dass da ein kleiner Druck ist. Ganz, ganz einfache Sachen. Es kann zucken oder vibrieren oder irgendwas. Nicht auf große Empfindungen warten. Das muss erst dann eine Empfindung nennen, wenn es ganz stark ist. Da sind unsere Ansprüche wieder zu hoch. Es ist deutlich, dass wir dann glauben, es muss was Besonderes sein. Ja, und wie kann sich dann dadurch eine Reinigung entstehen? Wie kann das überhaupt sein? Was wir ja Katharsis nennen. Und das ist ja nur körperlich, meinen wir. Kann das denn innerlich was anderes sein? Aber es heißt, dass sich alle Erlebnisse, Gedanken und alle Muster auch, gerade auch die Muster, körperlich irgendwie manifestieren. Wir alles, was wir erleben, ja immer eine körperliche Reaktion hat. Wir erleben etwas Schönes und schön lächeln wir und fühlen uns wohl und sind entspannt und kaum haben wir einen Ärger, wird unser Nacken steif, unsere Schultern spüren wir oder den Rücken oder was immer. Haben wir eine große Sorge, eine Angst, setzt sich das, manche spüren das im Bauch, im Magen, manche im Rücken. Man fühlt alles im Körper. Körper und Geist sind zwar nicht dasselbe, aber haben so eine starke Beziehung zueinander, dass es sich da widerspiegelt. Und da das alles im Körper mal widergespiegelt war und sich zum Teil festgesetzt hat, manifestiert hat im Körper, darum ist es dadurch, indem wir das nun den Stellen Aufmerksamkeit schenken, richtig uns dem widmen, also Zuwendung geben, Liebe, wird schon etwas gelöst durch die Zuwendung. Und da merken wir, dass der Körper da positiv schon mal drauf reagiert. Und durch die Konzentration, die wir ja dahin senden, durch das starke dorthin Denken und hinfühlen, beides ist ja Konzentration, da strömt Energie hin. Klar, an jede Stelle, die wir, wenn wir ganz deutlich auf den Daumen schauen, denken, ihn anfühlen, anpeilen, fühlt er sich auf einmal ganz anders an. Es ist Energie drin, pulsiert oder tut irgendwas. Und Energie bringt ja etwas in Fluss, was vielleicht stockt. Gerade und diese Manifestationen stocken ja drin, sind festgefahren. Da ist etwas hängen geblieben. Irgendein Muster ist vielleicht drin hängen geblieben, irgendeiner Form. Und jetzt kommt die Energie und lässt es mehr fließen. Und durch das Zulassen ohne Kommentar, ohne Rechtfertigen, ohne Programm, da darf etwas so sein, wie es wirklich ist. Das ist echt, das ist real, es darf so sein. Die Stelle darf jucken, wehtun oder was auch immer. Und in der von uns akzeptierten Realität löst sich der Widerstand auf, löst sich das Festhalten. Und wir kennen es ja, solange wir Angst haben und eine Idee von etwas, eine Vorstellung von etwas, da baut sich die Angst immer mehr auf. Wir haben Denken an eine Gefahr und baut sie immer auf. Ist die Realität da,
kann etwas gefährlich sein, aber wir stellen uns der Realität. Es ist längst nicht mehr die Schwierigkeit für uns. Wir können etwas tun, wir können weglaufen oder irgendwas. Also wenn etwas real ist, Realität bezogen, dann können wir damit umgehen. Und wenn wir das zulassen, wirklich dabei üben und nicht etwas wollen oder besser machen oder beseitigen wollen, da ist die Freiheit im Anhaften drin. Wir lernen die Freiheit, nicht immer etwas machen zu müssen, nicht manipulieren zu müssen. Und es ist bei diesem Durchgang ganz interessant, dass wir nicht beides brauchen. Wir brauchen Disziplin, nämlich an die Stelle zu gehen und es weiterzugehen die ganze Zeit und zugleich immer wieder es zulassen oder danach immer wieder genau das Gegenteil, loslassen, es so lassen, wie es ist. Und jetzt wollte ich noch etwas dazu sagen, dass wir sehr verschieden sind als Menschen. Der eine ist mehr, sagen wir, ein Gemütsmensch, der andere ist eher ein Kopfmensch, ein Denkender, der andere mehr ein Gefühlsmensch. Das sehen wir ja auch in unserer Runde. Eine weiß genau, Gefühle kommen, ganz viel. Andere denkt, man muss sich alles überlegen. So geht das eben hier. Und dann merken wir, dass wir dann vielleicht die andere Seite auch gut pflegen müssen, dass wir beide Seiten wirklich leben. Und wenn man sehr gefühlsbetont ist, da glaubt man, dass man alle Erkenntnisse durch die Gefühle bekommt. Und stimmt aber nicht. Wir brauchen wirklich die Erkenntnis vom Geist her. Wir brauchen es genauso, die Einsicht vom Geist her. Und die Menschen, die Kopfmenschen, die glauben, sie können alles mit dem Kopf erledigen, mit dem Intellekt. Und sie können wissen genau, wie Gefühle sein sollen oder nicht sein sollen. Sie wissen es, aber sie fühlen es nicht. Also da sind diese Gegensätze. Wir brauchen beides. Und alle buddhistischen Dinge, die der Buddha sagt, die sollen nachher nicht nur Gefühl und nicht nur Verstand, sondern beides zusammen und dadurch denkendes Erleben sein und nicht nur gedachtes Erleben. Und dann kommt das zustande, was wirkliches Leben ist. Und nicht nur ich erdenke mir mein Leben, so muss es sein, programmiere mein Leben. Und den anderen, ja, ich fühle nur den Augenblick, ich fühle, ich weiß aber im Grunde gar nicht, wo es hingeht. Also beide Dinge müssen wir üben und leben. Und es ist interessant, dass der Buddha ja mit Dukkha beginnt. Er beginnt mit Dukkha. Das ist Leid, das ist Spüren, das ist Fühlen. Warum fängt er mit Dukkha an? Wir müssen erstmal spüren, was Leid ist. Wenn wir Leid nicht fühlen, können wir im Grunde auch keine Freude fühlen. Aber dann als nächstes kommt schon die Erkenntnis, woher stammt es denn, das Dukkha? Das ist ja schon Erkennen, die Ursachen. Und so geht es eigentlich immer bei ihm beide Seiten. Es geht das Fühlen, Erkennen, hin und her. Und auf dem üblen achtbaren Pfad werden wir es auch immer wieder erleben. Beide Seiten. Ich habe auch wieder vom Schönwiese, vom Ernst Schönwiese, ein kurzes Gedicht oder Ausspruch. Sich ins rechte Denken allein genügt nicht. Sich ins rechte Fühlen, das entscheidet. Denken und Fühlen.